Hallo und guten Morgen. Hallo. Wir grüßen die Facebook-Community und heute auch die TikTok-Community. Hallo. Ja, hallo. Und zwar grüßen wir euch mit unserem Love Friday. Wir machen einmal im Monat den Love Friday, wo ihr die Möglichkeit habt, uns juristische Fragen zu stellen, und zwar aller Art. Und bevor wir sozusagen ins Detail gehen, stellen wir uns noch mal kurz vor, weil manche kennen das Konzept ja schon, manche noch nicht. Genau. Und deshalb stellen wir uns erstmal vor. Ja, genau. Ich glaube, ja. Okay, alles klar. Ja, mein Name ist Claudia Heizenbeck. Ich bin Rechtsanwältin hier in der Kanzlei Mutschke schon seit einigen Jahren. Also wir sind so das alte Team, sage ich mal. Und ich bin hier zuständig, unter anderem natürlich fürs Banken- und Kapitalmarktrecht. Wir sind alles auch Fachanwälte für Banken- und Kapitalmarktrecht, aber auch mit dem Unternehmensrecht allgemein und dem Zivilrecht allgemein. Also ja, bunte Mischung, sage ich mal. Und wie gesagt, auch ein bisschen Gesellschaftsrecht ist noch dabei, was ich so betreue. Genau, also eigentlich geht es mir auch so. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und Bank- und Kapitalmarktrecht, mache aber auch ganz, ganz viel Gesellschaftsrecht, mache ganz viel, irgendwie was mit Bürgschaften habe ich zurzeit gemacht, aber auch Dieselskandal ist bei uns dabei. Ich mache ganz viel zurzeit mit Online-Glücksspiel. Weil es eine tolle Entscheidung gab, haben wir da viel zu tun. Ja, also eigentlich, wir machen alles bunt gemischt und wechseln uns auch da kreuz und quer durcheinander ab. Genau, eigentlich. Ja. Ich habe heute zum Beispiel ein paar Strafrechtfragen mitgebracht, obwohl du eigentlich mehr Strafrecht hast. Ja, hast, ne? Genau, eigentlich ist das mein Gebiet. Ja, aber dafür hast du ein paar Arbeitsrechtsfragen. Ja, genau. Genau, also für alle diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind und für alle diejenigen, die immer wieder dabei sind. Hey, Anniko, guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Bei Facebook machen wir das ja schon länger, deshalb freuen wir uns immer über unsere treuen Facebook-Zuhörer und Zuschauer. Aber wir machen es immer so, dass wir einmal im Monat inzwischen, früher fast einmal die Woche, ne? Ja. Jetzt einmal im Monat einen Law Friday machen, also Law für Recht. Und ihr habt die Möglichkeit, uns alle möglichen juristischen Fragen zu stellen. Ihr könnt uns quer durch den Garten Fragen stellen. Und normalerweise, das wissen die Facebook-Leute auch schon, gehen die Live-Fragen immer vor. Also sprich, wer unbedingt seine Frage loswerden will, der schreibt die Live-Fragen in die Kommentare. Ja. Jetzt machen wir das inzwischen nur noch einmal pro Monat, was schon ein bisschen seltener ist. Und wir haben ja die TikTok-Community. Hallo, liebe Live-Community, neu dazugekommen. Wir haben die dazugekommen und TikTok ist insofern schon Facebook. Ich muss euch kritisieren ein bisschen. TikTok ist viel, viel kommunikativer. Das stimmt. Mua, ne? Ja. Also ihr schreibt mal wirklich Kommentare. Hallo, es geht los. Ne? Also so viele Kommentare, wie wir bei TikTok mit einem Video bekommen, liebe Community bei Facebook, kriegen wir bei euch, haben wir seit Beginn der Law Fridays nicht bekommen. Nein. Nein, nein. Also ja, so kann es gehen. Ja. Deshalb ist es halt so, dass wir auch heute mit Millionen von TikTok-Fragen ausgestattet sind. Ja. Also ich glaube, wir haben 50 Fragen oder so dabei, weil wir mit dem Beantworten der Fragen bei TikTok gar nicht hinterherkommen. Deshalb ist es heute so, dass wir sagen, ihr könnt uns in die Kommentare wieder Fragen stellen, aber wir können heute nicht ganz versprechen, Jacques, bonjour, ja, auch wieder dabei, super. Wir können euch nicht ganz sicher beantworten, ob wir das heute alles schaffen. Erstmal, weil wir sozusagen echt viel Altlasten haben, die wir versprochen haben zu beantworten. Und zweitens, weil wir noch nicht so ganz genau wissen, wie das technisch geht. Wir mussten uns bei Facebook da auch so ein bisschen reinfuchsen. Das wissen alle Facebooker, die fleißig dabei sind, dass wir am Anfang nicht gewusst haben, dass manchmal Fragen verzögert kommen. Ja, genau. Dann haben uns Leute gefragt, hey, wie funktioniert denn das hier? Und wir haben gedacht, ja, schreib einfach, wir sehen aber nichts. Also deshalb, ne, mussten wir bei Facebook auch lernen und deshalb ist heute so ein bisschen, wir nähern uns dem Problem. Ja, genau. Aber, liebe TikToker, ich kann euch sagen, alle, die sozusagen uns eine Frage gestellt haben in der letzten Zeit, die sollten jetzt eine Stunde lang dann dranbleiben, denn, tada, wir haben jede Menge Fragen dabei. Und ich kann euch sagen, liebe Facebook-Community, die TikToker, die stellen immer wirklich coole Fragen. Ja, und vor allem ganz, ganz unterschiedlich. Ja, also es ist eine super geile, total mixige Mischung zwischen Arbeitsrecht, Strafrecht, Unterhaltsrecht, Schulrecht, Gründung von Unternehmen, alles ist dabei. Ja. Urlaubsrecht, genau. Ja. Ja. Und damit wir jetzt nicht länger quatschen, guten Morgen, hallo, da grüßt uns auch jemand von den TikTokern, ich sehe gerade. Es funktioniert, hey. Damit wir jetzt nicht zu lange allgemeines Blabla quatschen, legen wir jetzt los. Genau. Und wir haben uns auch schon verabredet. Ich leg los, Claudia, ne? Ja. Okay. Also, und zwar schreibt mir Britta, ich sage heute nur so etwas abgemildert die Namen, weil ich nicht so ganz genau weiß, ob das so in Ordnung ist. Manche von euch schreiben nämlich, ist okay, manche schreiben, ist nicht okay. Ja. Aber Britta schreibt mir, sie hat
Sie war nun krankgeschrieben seit dem 1.7.2019 und hat am 31.12. oder zum 31.12.2019 dann gekündigt. Sie hat noch 19 Urlaubstage und 16,67 Überstunden. Und ja, die sind offensichtlich noch nicht bezahlt worden. Jetzt hat sie ihre Chefin angeschrieben und schriftlich darauf hingewiesen, dass die Überstunden bezahlt werden müssen und auch natürlich der Urlaub. Und das ist jetzt schon 2 Wochen her und sie weiß jetzt nicht, was soll sie tun, muss sie zum Arbeitsgericht, hat sie die Ansprüche überhaupt? Sie glaubt den Resturlaub ja, die Überstunden vielleicht nicht. Und sie fragt mich jetzt, was sie machen soll. Ja, also, liebe Britta, Folgendes kann ich dir sagen. Also, es ist tatsächlich so, dass wenn du krank warst und deshalb keinen Urlaub nehmen konntest, dann bleibt der Urlaub erhalten. Normalerweise solltest du halt den Urlaub quasi nehmen, der soll in Natura gewährt werden und nicht ausgezahlt werden. Aber wenn das jetzt nicht klappt, weil das Arbeitsverhältnis jetzt ja beendet ist, dann ist es tatsächlich so, dass der Urlaub ausbezahlt werden muss. Also sprich, ich kann jetzt nicht nachrechnen, ob du richtig gerechnet hast mit den 19 Tagen, aber grundsätzlich hast du recht, der Urlaub, der ist deiner, der muss bezahlt werden. Mit den Überstunden ist es ein bisschen was anderes. Es kommt so ein bisschen auf deinen Job an. Es gibt Jobs, sozusagen richtig gut bezahlte Jobs, zum Beispiel der von dir jetzt. Ja, ne? Ja, die Claudi, die verdient ja Mengen an Kohle. Ja, ne? Also oh, Anwälte und so weiter. Ne? Also die muss natürlich jetzt hier Überstunden plackern ohne Ende und kriegt kein Geld. Es ist jetzt nicht so, ist ein bisschen übertrieben gesagt. Ne? Aber es ist tatsächlich so, es gibt Jobs, wo man sagt, da ist Überstundenbezahlung einfach sozusagen mit drin. Aber so bei so normalen Jobs, da tatsächlich wirst du Überstunden bezahlt bekommen. Allerdings ist das ein bisschen tricky, weil erstmal müssen Überstunden angeordnet werden. Also sprich, du kannst nicht selber sagen, Mensch, da ist jetzt zu viel Arbeit, ich mache jetzt einfach mal, sondern dein Chef muss wirklich wissen, hey, da ist jetzt die Arbeit und sagen, bitte mach Überstunden. Und dann musst du eben auch die Überstunden nachweisen können. Also nicht nur, dass du jetzt wie viel hattest du, 16,67 Überstunden, sondern du musst ganz genau sagen können, ich sag mal, am 3.12. von so und so bis so und so habe ich das und das gemacht. Und das ist meistens schwierig, ne? Gerade bei so vielen und wenn du so lange krank warst, also das musst du davor noch nachweisen. Und ihr seht schon, ne, liebe TikToker, jetzt versteht ihr vielleicht, warum es eine echte Herausforderung ist, eure Fragen in einer Minute normalerweise zu beantworten. Ich laber jetzt schon 5, also sprich, jetzt geht's noch weiter. Ein weiteres Problem, liebe Britta, ist, dass in ganz, ganz vielen Verträgen sogenannte Ausschlussfristen vereinbart sind. Ausschlussfristen heißt, das ist auch zulässig, dass du innerhalb einer bestimmten Frist deine Ansprüche wirklich sozusagen innerhalb einer bestimmten Frist geltend machen musst. Und die Frist, die das Gesetz, also beziehungsweise hier nicht das Gesetz, sondern das Gericht für zulässig erachtet, das ist 3 Monate. Und wenn du das innerhalb von 3 Monaten nicht schaffst, dann sind deine Ansprüche wirklich verfallen. Also sprich, das kann sein. Und wenn das innerhalb von 3 Monaten nicht geltend machst, also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel, ja, ich sag mal, Überstunden geltend machen möchtest aus März oder April, dann ist das natürlich länger als 3 Monate her und dann kann das verfallen sein. Aber, liebe TikToker, das wissen die Facebooker, die können euch das schon erklären. Ja. Liebe Facebooker, wie ist das nämlich? Guckt wo rein? Tada! In den Arbeitsvertrag, genau. Da steht es nämlich drin, da stehen solche Ausschlussfristen drin. Deshalb, liebe TikToker, das könnt ihr auch direkt lernen. Der Arbeitsvertrag ist mega super wichtig, da müsst ihr reingucken. Und, liebe Britta, da kannst du dann sehen, ob deine Geldmachung vielleicht schon zu spät ist. Aber bei deinen, wenn das nicht zu spät ist, mit deinem Urlaub ist es nicht zu spät, dann solltest du tatsächlich zum Arbeitsgericht gehen und das kannst du auch machen. Da gibt es auch so eine Stelle, die dir hilft. Du kannst auch, wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast, Anwaltskosten sparen, indem du das vielleicht alles selber aufgibst. Der Richter muss dir da auch so ein bisschen helfen. Gerade beim Arbeitsgericht geht das ganz gut. Und ansonsten, ja, eine Rechtsschutzversicherung. Wenn du in der Gewerkschaft bist, ist das auch mit einem Gewerkschaftsanwalt möglich. Also sprich, da würde ich schon aktiv werden, weil, ja, 19 Urlaubstage, wissen wir alle, ne? Das ist viel. Ja. Wir gucken mal rein. Ganz kurz hier, Anniko hat uns geschrieben, endlich habe ich es mal geschafft, live zuzuschalten. Ja, hallo. Wir haben auch deine Frage gesehen. Allerdings haben wir heute schon gesagt, wir ziehen heute so ein bisschen Fragen nach. Aber ich verspreche dir, Anniko, weil ich weiß, dass du sozusagen schon fleißig dabei bist, du kriegst eine Antwort. Vielleicht nicht jetzt live. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, aber wir gucken heute so ein bisschen außer der Reihe. Also, liebe Grüße und seh es uns einmal nach. Sonst können euch zumindest alle Facebooker bestätigen, dass wir sonst Live-Fragen wirklich immer vorziehen. Aber heute ein bisschen Stress. Heute haben wir viel zu tun. Ja, hau rein. Ja, also ich habe eine Frage per Mail bekommen. Und zwar von dem Patrick.
Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Mutschke, ja, das bin ich. Ja, ich wende mich an Sie, da ich Ihren Rechtstipp Werbung per E-Mail erlaubt oder verboten gelesen habe. Seit Jahren kriege gelesen? Ich... Gelesen? Okay. Gelesen ich nur sehen, also ja, aber gut, ja. Stimmt, ja. Seit Jahren kriege ich einen Newsletter der Consorsbank. Ich war dort mal Kunde, habe aber das Depot aufgelöst. Den Newsletter habe ich schon unzählige Male über den mir zur Verfügung gestellten Link in der E-Mail gekündigt. Als das nicht funktionierte, habe ich eine persönliche E-Mail an den Kundenservice geschickt. Mir wurde versichert, dass die Daten nun gelöscht sind. Leider kriege ich, trotz Androhung weiterer Schritte einzuleiten, weiterhin den Newsletter. Jeden Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 19 Uhr. Es nervt einfach nur noch. Ich kenne das Urteil des Landgerichts in Lübeck, wo mit Geldstrafe den Klägern Recht gegeben wurde und das vor der neuen Datenschutzgrundverordnung. Ach so, zeitlich meinst du das, alles klar. Von daher meine Frage, was soll ich machen? Also, du gibst da schon ja, die richtigen Stichpunkte, ne? Also einmal Datenschutzgrundverordnung und Landgericht Lübeck. Es ist nämlich so, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen, wenn man so ein Newsletter abonniert, dann muss man dem grundsätzlich zustimmen. Und eigentlich, ich kriege 1000 Newsletter ungefragt, was übrigens ein Verstoß gegen so WG ist, gegen unlauteren Wettbewerb, liebe nervige Newsletter-Schicker. Liebe Leute, ja. Ne, das ist wirklich so. Aber wenn ihr dann mal euer Einverständnis gegeben habt, dann müsst ihr auch da grundsätzlich die Möglichkeit haben, dem wieder zu widersprechen. Ich könnte euch jetzt hier ganz, ganz viele Normen nennen, die da irgendwo in der DSGVO stehen. Aber wir sagen ja immer, naja, die DSGVO, ne, Fluch und Segen zugleich sozusagen, weil es ist schon ganz schön kompliziert mit der geworden. Also man muss einiges einhalten. Und insbesondere bei dieser Direktwerbung ist das tatsächlich so, man muss, wie gesagt, die Einwilligung einholen von demjenigen, der diese Werbung bekommen soll, und dem muss auch die Möglichkeit gegeben werden, diesen Newsletter abzubestellen sozusagen. Am besten geht das tatsächlich mit so einem Link. Wenn ich das richtig verstanden habe, hattest du auch so einen Link, ne? Einfach draufklicken und eigentlich solltest du dann diesen Newsletter nicht mehr bekommen, weil Voraussetzung ist, dass der dann unverzüglich oder dass es unverzüglich eingestellt wird, dass du den erhältst. Wenn das nicht so ist, also du fragst ja wirklich konkret, was kann ich tun, dann solltest du, aber das hast du wahrscheinlich schon getan, da außergerichtlich sozusagen auch rechtliche Schritte androhen. Aber wie gesagt, ich glaube, das hattest du ja schon getan. Und ansonsten, also war es im Urteil oder in dem Fall vom Landgericht Lübeck, kannst du ja eine, was? Da wird wieder fleißig Bierchen getrunken. Achso, Donut ist auch schon durch die Gegend geflogen. Kannst du dich ans Gericht wenden und eine einstweilige Verfügung erwirken, also auf Unterlassung, ne? Dass unterlassen wird, dass dir dieser Newsletter zugeschickt wird. Dann ist es aber auch natürlich so, dass du bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einreichen kannst, ne? Also dass du wirklich sagen kannst, hier, liebe Aufsichtsbehörde, so und so sieht's aus, die Consorsbank schickt mir hier ständig Newsletters, obwohl ich das schon abgemahnt habe. Und was du auch machen kannst, Schadensersatz, ne? Also auch das ist noch möglich, da gibt dir die DSGVO auch das Werkzeug an die Hand. Also du hast verschiedene Möglichkeiten, musst du selber so ein bisschen entscheiden, ob du den Weg gehen willst, ob es dir das wert ist. Aber ja, wie gesagt, grundsätzlich geht das. Ne? Und der Streitwert in dieser Geschichte ist dann, wenn du die wirklich jeden Tag einmal kriegst, also von Montags bis Freitags, dann geht der Streitwert schon durch die Decke. Also weil das wird nämlich tatsächlich danach, oder der Streitwert wird danach bemessen, wie oft du so ein Newsletter nach bekommst. Nach der Nervigkeit sozusagen. Genau. Ja. 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 Super. Also Aniko, ich habe mir übrigens deine Frage angeguckt und ich glaube, ich kann dazu doch mal schnell was sagen, liebe Leute, die wir jetzt hier so ein bisschen wieder nach hinten schieben. Also Aniko, ich habe es mir durchgelesen und ich glaube, es ist so ein bisschen missverständlich. Also der Copyright-Hinweis, also das kleine C, was ihr kennt mit dem Kreis drumherum, das ist eigentlich gar nicht so wirklich das, was man in Deutschland braucht. Das ist das internationale Zeichen, also eigentlich eher Amerika. Da ist das total wichtig und ohne dieses Zeichen kann das auch mal übel enden. Da verliert man nämlich wirklich manchmal das Copyright, nur weil das Zeichen fehlt. Also sprich, das ist aber eine andere Rechtsordnung, gilt bei uns nicht. Bei uns ist es tatsächlich so, dass das Copyright, also die Urheberschaft, wie wir ja zu Deutsch sagen, einfach damit entsteht, dass du irgendwas urhebst sozusagen, dass du Urheber eines Werkes bist. Schöpfer. Dass du das sozusagen einfach kreierst. In dem Moment entsteht deine Urheberschaft. Und klar, du kannst das noch schützen lassen, eintragen lassen, aber dieses Copyright-Zeichen ist was anderes. Und
Deshalb ist es so, dass deine Frage so zum deutschen Recht nicht so richtig passt. Und im Impressum muss natürlich sozusagen immer die GmbH stehen, klar, die für die Inhalte einer Website verantwortlich ist. Das heißt aber jetzt, wenn ich das so versuche auszulegen, was du vielleicht meinst, wenn es zum Beispiel um Fotos geht, die jetzt nicht Copyright der GmbH sind, dann muss zum Beispiel irgendwo natürlich der Hinweis kommen, von wem sind die Fotos und so weiter, wo hast du die her? Und wenn sozusagen die der GmbH gehören, dann musst du eben so einen Hinweis gerade nicht machen. Also sprich, dann ist klar für diejenigen, die deine Seite besuchen, das sind deine Fotos und, ne, wie ich gerade schon gesagt habe, auch ohne das C-Zeichen, darfst du nicht von anderen Seiten einfach Bilder klauen, so nach dem Motto, ah, die finde ich ja super, ne, Frau hier Dings da Bums da ist so eine hübsche Frau, die nehme ich jetzt einfach mal, oder hier Claudia sieht so gut aus, du klaust einfach deren Bild von unserer Internetseite, finden wir scheiße. Nicht gut. Genau. Darfst du nicht, weil wir haben das Urheberrecht und deshalb auch ohne Zeichen. Also ich hoffe, Aniko, dass wir dir damit deine Frage, die du jetzt hier live gestellt hast, zwischendurch schon beantwortet haben. Ja. Also, gut, aber jetzt geht's weiter. Nächste Frage, die wir schon länger vor uns herschieben und die wir jetzt endlich beantworten müssen. Ab wann ist eine Kündigung wirksam? Ist das Versanddatum maßgeblich oder der Eingang beim Anbieter? Das habe ich kurz schon per einer Minute TikTok versucht zu beantworten. Tatsächlich ist der Versand nicht maßgeblich, sondern der Eingang. Also es gibt ganz, ganz selten Regelungen, wo das anders ist. Dann muss es aber sozusagen auch in der Erklärung drinstehen, dass man ausnahmsweise sozusagen, dass es rechtzeitige Absenden genügt. Aber das ist super, super selten und bei Kündigung eines Handyvertrages kommt es tatsächlich auf den Eingang der Kündigungserklärung an. Also wenn du zu spät bist, du ahnst es schon, dann läuft der Vertrag blöderweise weiter. Ja. Ja, kann ich deshalb ganz, ganz schnell beantworten. Hätte ich nicht mal eine Minute gebraucht. Ja. Ja. Ja, ich habe jetzt die nächste Frage, die schließt, glaube ich, auch an ein Video an. Und zwar, was kann man tun, wenn der Lehrer dann doch den Toilettengang verbietet? Es gab, glaube ich, schon mal ein Video dazu, ne? Ja, ja, das war, ich weiß nicht, das bewegt euch scheinbar sehr. Ja, also es geht nicht, ne? Also der Lehrer darf euch das nicht verbieten und es ist tatsächlich Körperverletzung oder und sogar also Misshandlung von Schutzbefohlenen, ne? Also der Lehrer macht sich dadurch tatsächlich strafbar ja, was kann man da tun? Also im schlimmsten oder im ersten Schritt würde ich erstmal sagen, so lieber Lehrer, ne, du machst dich hier strafbar, wenn... Kannst du, ne? Vorsichtig, ja, das ist euer Lehrer. Ja, genau. Ja, die praktische Umsetzung ist da, glaube ich, ein bisschen schwierig, ne? Aber genau, man könnte den Lehrer darauf hinweisen, dass er sich da unter Umständen strafbar macht und einfach zur Toilette gehen. Also das würde ich durchaus raten, ne? Ja, wenn es da weiter Probleme gibt, wendet euch vielleicht einmal an den Schuldirektor und meldet da irgendwie die Vorfälle. Aber ja. Ja. Genau. Meine nächste Frage ist auch ein bisschen complicated und hat was mit Familienrecht zu tun. Also das Ehepaar lebt getrennt, ist aber noch nicht geschieden und die Ehefrau, bei der jetzt die Kinder leben, die möchte mit den Kids 2 Wochen in die Türkei in Urlaub fahren und fragt jetzt, benötige ich eigentlich die Zustimmung meines Ehemannes? Und ganz grundsätzlich muss man wieder sagen, mein Lieblingssatz, der leider lautet, es kommt drauf an. Das ist unser Lieblingssatz als Anwälte, das sagen wir immer. Und auch hier ist es so. Also tatsächlich kommt es darauf an, ob diese Reise sozusagen von ganz erheblicher Bedeutung ist für die Geschichte sozusagen, dann musst du die Zustimmung einholen. Und ich habe jetzt für dich jetzt auch mal gegoogelt, tatsächlich ist es so, dass in der Türkei immer noch so ein bisschen Terrorrisiko im Gespräch ist. Das ist tatsächlich immer so die Frage, wie ist der aktuelle Stand? Das habe ich deshalb sozusagen ein bisschen mehr mir angeguckt, weil es ein Urteil gab vom, lass mich nicht lügen, OLG Frankfurt aus 2016, wo das OLG gesagt hat, also wenn so eine Terrorgefahr ist oder wenn da so eine Krisensituation ist, dann braucht man die Zustimmung. Und deshalb müsstest du eigentlich immer gucken, wie sieht es in dem Land ganz aktuell aus, wie würde das beurteilt werden, also wenn du auch nur mal sicher gehen willst, hol die Zustimmung ein. Ja, jo. Genau. Ja, nächste Frage, der User. Also die ist ein bisschen komisch gestellt, aber ich glaube, es wird trotzdem klar. Der User hat wohl einen Vertrag mit Vodafone über einen Gigacube abgeschlossen. Ist ein Gerät, mit dem man überall WLAN-Netz aufbauen kann. Danke für die Erklärung, ich wusste es nämlich nicht. Dieser Vertrag... Claudi, willkommen im 21. Jahrhundert. Diesen Vertrag hat er innerhalb von 14 Tagen wegen Nichtgefallen widerrufen. Darf ihm dann für die Nutzung vom Vertragsschluss bis zum Widerruf eine Rechnung gestellt werden? Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Wer hätte das gedacht? Ja. Verrückt. Verrückt. Verrückte Welt. Ja. So jein, ne? Also es kommt halt drauf an. Es ist halt tatsächlich so, ich habe mir mal die AGB von Vodafone angeguckt.
Und da drin und in den allermeisten Verträgen ist halt dem Verbraucher ein Widerrufsrecht von 14 Tagen erworben. Du hast ja gesagt, die Frist wurde auch eingehalten, also erstmal alles gut. Folgen des Widerrufs ist dann allerdings, dass Vodafone natürlich alle Zahlungen, die der User getätigt hat, auch zurückzahlen muss, ne? Weil der Vertrag ist nichtig durch diesen Widerruf geworden. Das heißt, niemand darf da irgendwie was an Geldern behalten oder der User muss dann ja auch alle Geräte zurückschicken. Eine Ausnahme ist, und das haben vielleicht auch schon viele gesehen, dass man zum Teil ausdrücklich wünschen kann, dass mit dem Vertrag begonnen wird, bevor die Widerrufsfrist abgelaufen ist. Ne? Also wenn man das ausdrücklich verlangt, dann ist es tatsächlich so, dass innerhalb der zweiwöchigen Frist trotzdem eine Rechnung erstellt werden kann. Ne? Also wenn du irgendwie nach 5 Tagen erst widerrufen hast oder meinetwegen auch erst nach 10 Tagen, dann kann dir für diesen Zeitraum eine Rechnung gestellt werden. Und wenn du dich jetzt fragst, wie das geht, wenn du Online-Verträge abschließt, dann ist es so ein Kästchen, wo du das ankreuzt. Ja. Und das will eigentlich sozusagen verhindern, dass du diesen Widerruf dann noch machen kannst. Aber hilft dir natürlich auch insofern, als dass es sofort mit der Leistung losgeht. Genau. Ja, okay. Super. Liebe TikToker, wir sehen, dass ihr fleißig beitretet, aber eure Kommentare sehen wir zurzeit nicht, weil es einfach furchtbar schnell geht. Ja. Da sehen wir jetzt irgendwie, du zahlst nur, wenn du angeschaltet hast. Tja, also wenn er angeschaltet hat, ich weiß nicht, Claudi, was sagst du dazu? Wenn er angeschaltet hat, du zahlst. Wir sind etwas verwirrt. Ja. Ja, okay. Also, aber wir haben ja noch. Ich bin jetzt bei Frage 5 und noch 45 andere. Also okay. 2017 war meine Fragestellerin im Beschäftigungsverbot und dann von 18 und 19 in Elternzeit. Jetzt fragt sie, muss mein Arbeitgeber mir die Urlaubstage gewähren? Ja, da kannst du dich an Britta wenden. Genau, ja, muss sie. Genau. Hallo, da fragt mich einer zu Herrn Anwalt. Ja, Herrn Anwalt kenne ich und liebe Leute, machen auch nicht Herrn Anwalt nach, weil Herr Anwalt war erst nach uns dran. Aber lieber Herr Anwalt, wir haben nichts gegeneinander, alles gut und wir fahren da, glaube ich, auch schon eine andere Schiene. Also sprich, ja, ich glaube, alles gut. Sozusagen, wie er sagen würde, Bros. Yay. Ja, okay, also aber hier, meine Fragestellerin hat hatte ein Beschäftigungsverbot, Elternzeit und deshalb hat sie auch noch Anspruch auf Urlaub. Ja. Ja. Jo. Ich habe eine Frage, die stellt sich, glaube ich, jeder irgendwann in seinem Leben. Nein. Also ich habe sie mir gestellt. Aber da war es auch noch anders. Ab wie vielen Jahren darf man in der Öffentlichkeit rauchen? Und dann dachte ich ja ganz klar 16, ne? Und das stimmt ja gar nicht mehr. Also nicht? Nein, es ist 8, also man muss 18 sein. Dann darf man in der Öffentlichkeit rauchen, genauso wie da dann auch erst der Verkauf von Tabakwaren an Jugendliche. Nee, 18. Junge Erwachsene. Genau, junge Erwachsene erlaubt ist. Und ja, das steht halt im Jugendschutzgesetz, kann man sich vielleicht denken. Und das ist halt tatsächlich eine Verbotsnorm, ne? Also man darf das nicht. Das ist ja strafbar, wenn man es tut. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu der Frage, die mich dann auch wieder mehr bewegt, eine Umsatzsteuererklärung. ja, also als Selbstständiger ist Steuern ist immer ein schönes Thema. Mein Fragesteller fragt mich, ich habe die Umsatzsteuererklärung nicht abgegeben und einen Schätzungsbescheid bekommen. Das tut immer weh. Ja. Das Finanzamt hat letztes Jahr bereits Umsatzsteuerrückzahlungen verrechnet und am Ende sind immer noch hohe Steuerschulden, auf denen ich gerade sitze. Ja, okay, hohe Steuerschulden heißt meist auch, dass nicht schlecht verdient. Ne? Naja, ein Luxusproblem. Ja, aber hohe Steuerschulden, auf denen er jetzt sitzt, ohne diese wirklich zu haben, sagt er. Also vielleicht sieht es doch nicht so gut aus, wie das Finanzamt meint. Das ist meistens so bei einer Steuerschätzung. Die schätzen ja nie zu deinen Gunsten, sondern zu ihren Gunsten. Gibt es eine Chance, aus so einer Misere rauszukommen? Jo, die gibt es. Tatsächlich ist es so, dass du einfach die Steuererklärung nachreichen musst. Also bei so einer Schätzung, da gibt es immer einen Vorbehalt der Nachprüfung. Und da musst du eigentlich gar nichts tun, also gar keinen Einspruch einlegen oder ähnliches, sondern du musst einfach die Erklärung nachreichen. Und wenn daraus sich eben ergibt, wie du sagst, hey, das ist alles viel zu hoch, dann supi, dann kriegst du sozusagen einen neuen Bescheid und alles ist gut. Aber du musst eben schon was tun. Es passiert nichts durch nichts tun. Nee. Das ist beim Finanzamt. Oder es passiert was, aber immer nur Schlechtes. Genau. Ja, genau. Aber also, woher sollen sie es auch sonst wissen, ne? Ach, Claudia, ja. Willst du wirklich irgendwas fürs Finanzamt sagen? Nein. Gut. Also, Behindertenausweis mit Behinderung von 80%, warum muss ich meine Wertmarke selbst bezahlen?
Es ist so, dass diese kostenlosen Wertmangel, die kriegt man tatsächlich nur auf Antrag. Und darüber wird dann halt entschieden und es ist relativ eingegrenzt, wann man die bekommt. Und das muss ich jetzt tatsächlich ablesen, weil es also auf Antrag kriegt man diese Wertmarken nur, also schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen BI im Ausweis, also blinde Personen, oder mit dem Merkzeichen H, hilflose Personen, oder Personen, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II bekommen, also ne, wenn man arbeitssuchend ist, Personen, die bei Erwerbsminderung nach dem SGB VII oder entsprechende Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz erhalten. Dann noch Personen, die Leistungen also für die Kinder- und Jugendhilfe bekommen und schwerkriegsbeschädigte Personen. Ja, also Personen, die seit dem 1.10.1979 wegen ihrer Schädigungsfolgen die Freifahrtberechtigung haben. Da, also ne, für diese Personen oder für diesen Personenkreis gilt diese kostenlose Wertmarke, alle anderen müssen sie tatsächlich bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwelche zusätzlichen Merkzeichen in deinem Behindertenausweis hast, aber wenn da irgendwie ein B, I drin steht oder ein H, dann müsstest du die auch umsonst bekommen. Also liebe TikToker, wir sehen, dass ihr fleißig kommentiert, schreibt. Allerdings ist es für uns wirklich super schnell, weil so viele dazukommen, gehen, kommen, Kommentare schreiben. Aber toll, wir freuen uns auch, wenn ihr schreibt, wir freuen uns, dass ihr das macht. Toll. Ich meine, wir sitzen hier auch und es ist immer schwierig sozusagen zu wissen, findet ihr es cool, findet ihr es doof? Und wenn ihr mal sagt, es ist gut, ist auch unsere Danke. Zeit. Danke. Oh ja. Und ja, also bei manchen Sachen, wie gesagt, können wir es einfach so schnell nicht lesen. Wir hoffen einfach, wir testen das ja heute mit euch und TikTok, dass wir es so machen wie bei Facebook. Nein, aus Bielefeld. Ich konnte eine Frage jetzt schnell beantworten. Seid ihr aus München? Ah, ja, okay. nein, genau, also ihr könnt einfach kommentieren. Wir gucken uns das an, wie bei den Facebookern. Da gucke ich immer jetzt fleißig rein, aber liebe Facebooker, ihr schreibt nichts. Also gehen wir da schön weiter mit den normalen Nachrichten, liebe TikToker. Wir gucken uns das an und wenn wir sehen, dass wir die Fragen nachher noch sehen können, dann nehmen wir sie mit in den nächsten Love Friday, der in einem Monat sein wird. Wenn ihr nicht findet, es sollte öfter sein, dann schreibt uns, liebe Facebooker, ihr auch. Ne? Haben wir euch letztes Mal schon aufgerufen. Ja. Schreibt uns einfach. Wir gucken und nächstes Mal werden wir versprochen nicht so viele Rückstände haben, sodass wir mehr gucken, dass wir auch Live-Fragen mit reinnehmen können. Aber Aniko weiß, wir haben heute auch schon eine Live-Frage beantwortet. Und die einzige bisher, die wir lesen konnten, weil es so schnell ging. Okay, cool. Aber ich bin 20 Jahre alt. Nein, ich jetzt nicht. Ich war meine Fragestellerin. Und zwar wohnt sie bei ihrer Mama und ihre Eltern waren nicht verheiratet. Mein Vater möchte jetzt nur noch einen Monat Unterhalt zahlen. Darf er das einfach so abbrechen oder habe ich noch einen Anspruch bis zum 21. Lebensjahr? Auch da kann ich gute Nachrichten für dich geben. Also tatsächlich ist es so, dass der Unterhalt gezahlt werden muss, bis die erste Ausbildung beendet ist. Also sprich, da kommt es gar nicht so zwingend sozusagen auf dein Alter an. Und dein Vater darf das sozusagen nur Love Friday. Nein, es ist nicht Love Friday, was auch eine schöne Idee ist. Es ist Law Friday, wie Recht. Und ich bin da drauf gekommen wegen Friday I'm in Law von The Cure. Also das Lied mag ich besonders gerne und da habe ich die gleiche Verwechslung gehabt wie du mit Love und Law. Hm, so. Okay, aber zurück zu meiner Fragestellerin. Also tatsächlich, dein Vater muss zahlen, deine erste Ausbildung und es gibt eigentlich nur eine Ausnahme, wenn du sozusagen ja, mutwillig unterlässt, dir eine Ausbildung zu suchen oder irgendeinen Beruf zu erlernen, dann kann er tatsächlich dann doch irgendwann einstellen. Oder du bist eben aufgrund von Krankheit oder Behinderung gehindert an der Ausbildung, dann darf er es auch wieder nicht, auch wenn du keine Ausbildung machst. Also, ja. Aber ansonsten muss er zahlen. Genau. Genau, das ist genau so rechtens, wo das jetzt gerade jemand schreibt. So. So, ich grüße euch. Ja, wir grüßen dich auch. Drummer Man. Dürfen Passanten, wenn ein Kindeswohl in Gefahr ist, einschreiten oder muss man da auf die Polizei warten? Nein, nicht warten. Einschreiten. Ja, dazwischen. Ja. Genau, auf jeden Fall. Sonst macht ihr euch nämlich selber noch wegen unterlassener Hilfeleistung unter Umständen strafbar. Und es ist so, wenn ein Dritter, also ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Notwehr. Wenn man einem Dritten hilft, ist es Nothilfe. Auch das ist gesetzlich geregelt. Und es gibt tatsächlich auch ein sogenanntes Jedermann-Festnahmerecht. Also wenn ich denke, dass jemand eine Straftat begeht, darf ich beherzt einschreiten und denjenigen festhalten. Mhm. Ja? Und ich finde, wenn es um ein Kindeswohl geht, kann man sich da auf jeden Fall mal drauf stürzen. Ich finde, das ist eine coole Sache. Ja, und dann warten, bis die Polizei kommt. Und man muss natürlich nicht sein eigenes Leib und Leben in Gefahr bringen, aber
Ja, ich denke, das kann jeder für sich dann selbst entscheiden. Und ja, ihr dürft und solltet einschreiten. Ja, genau. Ich habe eine Schulfrage. Und zwar schreibt mir jemand, weil es ja wohl auch gerade Zeugnisse gab. Am Donnerstag, wohl am 30.01., habe ich eine Mathe, also ihr seht, wir sind ein bisschen. Am Donnerstag habe ich eine Mathearbeit geschrieben und mein Lehrer wollte sie für das erste Halbjahr verwenden. Deshalb habe ich versucht, mit dieser Arbeit meine Note noch zu verbessern. Nun hat er am Freitag gesagt, dass er es nicht geschafft hätte und er die Arbeit fürs zweite Halbjahr verwertet. Ich weiß nicht, ob ich meine Note verbessert hätte oder nicht, aber meine Frage ist nun, da er die Noten bis Freitag eintragen musste, darf er die Arbeit dann einfach fürs zweite Halbjahr nehmen? Ja, lieber Fragesteller und damit auch sozusagen liebe Schüler, alles, was sozusagen Noten angeht und Regelungen zu Fragen, was die Schule angeht, das ist immer Ländersache. Denn die Länder, die einzelnen Bundesländer, die sind dafür verantwortlich, was sie sozusagen in ihrem Schulwesen regeln. Und in der Stufe drunter dann sogar manchmal noch, das dürfen die Schulen dann selber entscheiden. Also sprich, das ist tatsächlich so eine coole Abstufung. Und da kann ich dir sagen, wie viele Klausuren oder wie viele Tests man pro Schuljahr schreibt. Das ist wohl ein bisschen unterschiedlich von den einzelnen Bundesländern. Also man muss so eine bestimmte Anzahl erfüllen. Wenn die aber erfüllt sind, eben jetzt bei dir fürs erste Halbjahr und der Lehrer schafft es nicht, den Test dann für dieses Halbjahr noch zu werten, dann kann er den schon fürs nächste Halbjahr mitnehmen. Also sprich, ich fürchte, so richtig gute Nachrichten sind das nicht für dich, aber ja, also um ganz genau was zu sagen, müsste man bei euch beim Schulwesen sozusagen immer wissen, in welchem Bundesland seid ihr, dann kann man es euch wahrscheinlich schon präziser sagen. Ja, aber so viel erstmal dazu. Ich habe gerade noch gesehen, da kam noch eine kurze Rückfrage, ob es 127 Absatz 1 StPO ist mit Festnahmenrecht. Ja, hast du richtig erkannt, so ist das. Aha. Ich habe auch eine Schulfrage. Darf ein Lehrer bei 3,4 auf 4 Runden, also habe ich mich dann auch gefragt, weil eigentlich ist es ja so bei unter der 5, ne, ja, nach dem ab Komma. Ab 5 erst hoch, ne? Genau, abrunden und bei über 5 oder ab 5 aufrunden. Bei Lehrern ist das tatsächlich anders. Also es ist so, dass Lehrer runden anders. Genau. Mhm. Lehrer sind anders als andere ja. Menschen. Wer weiß das nicht von uns? Ja, die dürfen aus pädagogischen Runden gründen, Runden. Jetzt denkt der Henning bestimmt, wir mobben ihn. Henning Lindenberg ist ja der dritte Anwalt hier in unserer Runde. Und der ist mit einer Lehrerin verheiratet. Mhm. Hallo. Hallo. Lehrer dürfen Noten aus pädagogischen Gründen runden. Das ist so. Und gerade bei Versetzungszeugnissen wird das wohl recht gerne gemacht. Also ich weiß nicht, ob das so ist, aber damit man dem Schüler auch mal zeigt, so, du hast dich in letzter Zeit verschlechtert, jetzt wird die Note abgerundet. Nee, also ja, doch abgerundet. Ne? Und ja, das geht. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das verstehe ich durchaus, aber es ist möglich. Ja. Ha, ich kenne bei Facebook einen alten Zuschauer. Ich freue mich. Der ist ganz oft dabei. Der da. Ach ja, ja. Ja, ja. Ja, aber meine nächste Frage. Und zwar, guten Abend. Ich habe ein großes Problem und ich finde, das hat sie wirklich. Ich arbeite in der Pflege und meine Wohnbereichsleitung hat mich verletzt. Jetzt ist mein Arm in der Bewegung eingeschränkt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, also tatsächlich sind da sozusagen ganz, ganz viele Sachen, die da juristisch auf mich einstürzen. Erstens kann das natürlich eine Straftat sein. Weil wenn du bewusst verletzt wirst, ja, dann ist das eine Straftat, ganz klar, Körperverletzung und weiteres. Allerdings musst du den Vorsatz nachweisen. Also, dass das jetzt nicht versehentlich passiert ist, dann Strafanzeige stellen und so weiter. Das Vorsatzproblem, das hast du auch, wenn es um Schmerzensgeld geht. Also sprich, natürlich, wenn man jetzt dir wehgetan hat, dann ist auch die Frage nach Schmerzensgeld, liegt ja total nah. Ja. Ne? Also dass man denkt, dafür will ich jetzt dann auch eine Entschädigung haben, eben Schmerzensgeld. Und dann ist es eben so, dass du da auch aber den Vorsatz ja nachweisen musst. Ne? Also dass es wirklich bewusst passiert ist. Und wenn man jetzt aber sagt, naja, vielleicht ist es gar nicht so das, was du meinst, vielleicht ist es auch irgendwie eher bei der Arbeit, deshalb, weil das auch so ein Klassiker ist im Arbeitsrecht, kann man auch drauf kommen an den Arbeitsunfall. Und das macht schon einen Unterschied. Also, weil wenn du einen Arbeitsunfall hast, dann bitte wirklich auch sofort den Arbeitgeber melden, dann auch sofort zum Arzt gehen, weil sozusagen in der Konsequenz nach dem Arbeitsunfall gibt es dann Verletztengeld und nicht normale Entgeltfortzahlung. Und gerade wenn es dann zu sogar einer Erwerbsminderung oder sowas kommt, ist das ganz, ganz wichtig, dass du das wirklich sofort anzeigst, dass du sofort seinen gesicherten Gang geht, denn der Arbeitgeber muss das dann auch eben der Unfallversicherung auch direkt anzeigen. Also sprich, das ist wirklich ein ernstes Thema und wenn das so, habt ihr schon mal das Gesetz gebrochen?
Schreib uns eine persönliche Nachricht. nein, also wenn das wirklich so ist, dann würde ich, also ich sage euch sonst immer, hey Leute, ihr seid ja schlau. Ihr habt alles Mögliche an Verträgen, ihr habt alles Mögliche an Unterlagen, ihr könnt ganz, ganz vieles googeln. Aber wenn das so ist wie hier, dann würde ich mal sagen, ausnahmsweise rate ich dir wirklich zum Gang zum Anwalt. Weil jetzt im Arbeitsrecht, Arbeitsunfall und Berufsunfähigkeit und sowas, das habe ich echt schon öfter gehabt und das ist meistens ziemlich kritisch. Und wenn du nicht so viel Geld hast, dann hol dir einen Beratungshilfeschein. Damit kannst du sozusagen die erste Beratung schon für kleines Geld kriegen. Das zahlt nämlich eigentlich letztlich der Staat. Und das würde ich aber schon machen, weil das ist jetzt so, ja, gerade sozusagen schon ein bisschen schwieriger als meine Mathearbeit wurde jetzt fürs nächste Schuljahr bewertet, weil das kann ja dein ganzes berufliches Leben beeinflussen. Deshalb da vielleicht mein Rat, nimm das wirklich ernst und geh da hinterher. Ja, Ja, okay. genau. Ich wurde heute von einem Gewinnspielcenter angerufen. Der Mann am Telefon sagte mir, dass ich angeblich an einem Gewinnspiel teilgenommen habe, die AGB bestätigt hätte und nun einen Betrag von 79 Euro pro Monat zahlen müsste. Er kannte bereits meinen Namen und meine Adresse. Er fragte mich auch, wie ich es ihnen denn bezahlen wollen würde. Ich habe ihm gesagt, dass ich an keinem Gewinnspiel teilgenommen habe und deshalb den Anruf nicht verstünde. Daraufhin wurde er nur genervt und meinte dann, dass er mir eine Rechnung schicken würde an meine Adresse, welche er auch kannte. Zu meiner Frage, wie ist das denn möglich? Was kann ich tun, wenn ich wirklich eine Rechnung von dem Gewinnspielcenter bekomme? Ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, aber er hat mich mit unterdrückter Nummer angerufen. Ja, das ist, glaube ich, so ein typischer Fall der Gewinnspielmafia, ne? Also gerade dein Hinweis, unterdrückte Nummer ist da schon sehr wichtig, um das einschätzen zu können. Wenn die Nummer angezeigt wird, also ich meine, das hat, glaube ich, jeder schon mal gehabt, ne? So diese nicht nur Ja. Spam-Mails, sondern auch Spam-Anrufe, einfach mal googeln und dann, also die Nummer googeln und dann weiß man eigentlich gleich Bescheid. Meist ja, hat da schon irgendwer was zu veröffentlicht. Und es ist tatsächlich so, also wenn du jetzt wirklich eine Rechnung bekommen solltest, dann auf keinen Fall zahlen, ne? Also wenn du dir sicher bist, du hast da an keinem Gewinnspiel teilgenommen, dann zahl sie auf gar keinen Fall und warte wirklich auch erstmal ab. Also die können schon hartnäckig sein, ne? Also es kann durchaus sein, dass da noch mal eine Rechnung kommt, aber auch da würde ich wirklich nicht handeln und nicht bezahlen. Wenn es dann natürlich so weit kommt, dass da irgendwie ein Mahnbescheid erlassen wird oder vielleicht tatsächlich ein anwaltliches Schreiben kommt, dann solltest du dich da vielleicht doch zur Wehr setzen und gegebenenfalls auch einen Anwalt einschalten. Aber wie gesagt, wenn du dir da sicher bist, du hast da nie an irgendeinem Gewinnspiel teilgenommen, erstmal Ruhe bewahren und dich da nicht in die Irre führen lassen. Ja, genau. Und auch da wieder mit so einem Beratungshilfeschein kommst du vielleicht schon weiter. Genau. Liebe Facebooker, wenn ihr euch fragt, warum wir auch heute so kuscheln, wir quetschen uns für die TikToker zu zweit auf ein hochkant gestelltes Handy. Und uns ist Ja, einfach sehr das wenig ist Platz. genau Also zwischendurch. müssen wir nochmal so. Also wisst ihr Bescheid. Nicht, dass wir jetzt irgendwie hier, was einfach ein anderes Konzept ist, sondern wir müssen halt, Nach ne? einem Monat haben wir uns das nochmal so Ja, überlegt. genau, jetzt machen wir es mal anders. Genau. Ja. Ich frage mich übrigens, ich habe ganz andere Fragen als du. Was ist mit deinem Fremdgeschäftsführer? Das wäre jetzt meine nächste Frage bei dir gewesen. Mein Fremdgeschäftsführer? Ja, kann Oh. ich als Fremdgeschäftsführer auf mein Gehalt verzichten? Ja, die habe ich übersehen. Ich habe So. hier so viele Zettel liegen. Wir haben so viele Fragen, Was ist wirklich. denn hier los? Aber dann mache ich mal weiter mit meiner. Gib mal die. Also, da ist nämlich jemand, der hat ein Kind gehabt, das war bei einer Sportschule und zwar die Punkt, 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 Kampfschule. Und die wurde vorher von einer Frau geleitet. Sie hat die Schule abgegeben, ohne dass wir vorab informiert wurden. Der neue Besitzer hat den Namen übernommen und will, dass wir einen neuen Vertrag mit höheren Gebühren abschließen. Frage: Hat der bisherige Vertrag noch seine Gültigkeit? Muss ich mit dem neuen Vertrag und den neuen Preisen sowie den Bedingungen, muss ich die akzeptieren? Oder kann ich auf Erfüllung des bisherigen Vertrages bestehen? Ja. Da ist eigentlich die Frage, mit wem hast du eigentlich den Vertrag gehabt? Das ist eigentlich für mich die entscheidende Frage, weil du kannst natürlich mit Frau Kampfsport den Vertrag gehabt haben, also mit Frau Kampfsport persönlich. Zum Beispiel, wenn du jetzt mit uns hier als Anwälten einen Vertrag schließt, dann machst du das mit der Anwaltsgesellschaft. Das heißt auch nicht mit mir persönlich, sondern mit der Anwaltsgesellschaft. Wenn ich die Kanzlei verlassen würde, dann heißt sie zwar noch Mutschke, aber ich bin da gar nicht mehr dabei. Das heißt, das ändert sich dann auch nicht, dass du sozusagen an den Vertrag gebunden bist zu den alten Konditionen und die Claudi zum Beispiel, die noch hier wäre, auch zu den alten Konditionen den Vertrag erfüllen müsste. Klar, Kündigungsfristen und sowas gibt es dann schon, auch für die Claudia, aber erstmal, der Vertrag ist zu erfüllen. Was anderes gilt,
wenn du jetzt mit der Frau Kampfsport direkt den Vertrag hattest, wenn das jetzt nicht wie bei uns eine Rechtsanwaltsgesellschaft ist oder eine Kampfsportgesellschaft oder ein Verein oder was auch immer, sondern wenn das jetzt Frau Kampfsport wirklich persönlich war, ja, dann kann da jetzt nicht, kann niemand da sozusagen direkt in ihren Vertrag eintreten. Dann natürlich ist der Vertrag eigentlich, ja, weiß ich auch nicht, von Frau Kampfsport weiter zu erfüllen, dann hätte die eigentlich kündigen müssen. Also sprich, das wäre schon was anderes. Und wenn es darum geht, dass du ja sozusagen mehr bezahlen musst, das kann dir sowieso niemand unterschieben, so nach dem Motto, niemand kann dich verpflichten, einen für dich ja unschönen Vertrag zu unterschreiben. Hast du den einmal unterschrieben, den unschönen Vertrag? Ja, dann musst du ihn erfüllen. Ja. Ja. Verträge immer lesen. Ne? Genau, also nochmal hier fragt man, wie kann ich euch Fragen stellen? Also, heute ist unsere Probephase bei TikTok. Bei Facebook könnt ihr weiter in die Kommentare stellen. Wir gucken auch, wenn ihr manchmal denkt, warum, wo gucken die eigentlich überall immer hin? Wenn wir dahin gucken, gucken wir in die Kommentare bei Facebook, um zu gucken, ob uns jemand bei Facebook was gefragt hat. Die gucken wir, versuchen wir auch mitzukriegen. Bei TikTok sind die hier unten und wenn wir mal ganz wild mit den Augen wackeln, dann ist das so, weil es bei TikTok so schnell geht. Wo ist eure Rechtsanwaltsgesellschaft anlässlich? Das kann ich mal gerade ganz kurz lesen, weil es sonst so schnell weitergeht. In Bielefeld und in Düsseldorf. Aber ansonsten, wie gesagt, sehen wir das meistens nicht, weil es so schnell nach oben geht bei TikTok, dass wir da jetzt sagen, schreibt ruhig die Kommentare, die Fragen in die Kommentare und wir gucken, ob wir uns das nachträglich ansehen können. Und nächstes Mal wollen wir das mal so ein bisschen anders machen, dass wir Live-Kommentare machen. Also, dass wir wirklich dann sozusagen vielleicht zu zweit, einer macht, konzentriert sich auf die Fragen und anderer versucht, die zwischendurch zu beantworten, weil ne, geht halt sehr, sehr schnell. Ein bisschen schwierig, wenn wir antworten und gleichzeitig Fragen lesen müssen. Ja. Genau. Gut. Also, aber ich glaube, meine Sportkampfschule habe ich beantwortet. Ja, Frau Kampfsport. Ja. Gut. Also, ich mache jetzt mal mit dem Fremdgeschäftsführer weiter. Das geht auch recht schnell, weil die Frage ist, kann ich als Fremdgeschäftsführer auf mein Gehalt verzichten? Ich bin mit dem Gesellschafter verwandt. Er ist mein Bruder. Ja, also, nein. Kannst du nicht so einfach. So antworten Anwälte gerne. Ja, also nein. Also, vielleicht. Es kommt drauf an. Nein, es kommt hier nicht drauf an. Also es geht nicht, weil dann einfach die arbeitsvertragliche Regelung als Geschäftsführer in Frage zu stellen ist. Also wenn du auf einmal kein Gehalt mehr kriegst. Und da kommt dann ganz schnell das Finanzamt. Also da kommen nicht die bösen Anwälte, sondern da kommen die bösen Finanzbeamten. Genau, weil ein Arbeitsvertrag heißt natürlich auch, dass du entlohnt werden musst. Ne? Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann stellt sich halt die Frage, ob der Vertrag denn ordnungsgemäß eingehalten wird. Die Frage ganz kurz, was ist eigentlich Fremdgeschäftsführer? Weil das kann ich wieder zwischendurch direkt in deiner Frage beantworten. Also, wenn du eine GmbH hast, dann kannst du eine Ein-Mann-GmbH sein. Also sprich, du bist die eigentlich die GmbH, die hast du um dich rumgebaut. Und die hast du um dich rumgebaut. Aber du kannst natürlich auch sagen, ich bin Gesellschafter einer GmbH, ich habe also die Kohle, aber ich möchte gar nicht selber arbeiten, ich möchte gar nicht selber Geschäftsführer sein und setze dann jemand anders ein. Einen Fremden. Ja, und dann ist das ein Fremdgeschäftsführer. So einfach ist das. Genau. Ja, und ich meine, es ist ja jetzt dein Bruder, hast du gesagt. Und wenn dann jetzt halt die Gesellschaft irgendwie in Schwierigkeiten gerät, also in finanzielle Schwierigkeiten, da könnt ihr da ja vielleicht irgendwie, ich weiß ja nicht, was im Vertrag steht, ob ihr da vielleicht irgendwelche Zusatzzahlungen oder Bonizahlungen vereinbart habt, dass man da erstmal drauf verzichtet, weil das geht halt schon. Aber wie gesagt, der Verzicht aufs Gehalt geht nicht so einfach. Ja, okay. Jetzt musste ich dann übrigens auch mal was nachgucken. Und zwar hat mir nämlich jemand geschrieben, wenn man einen LRS-Ausgleich hat, wo drin steht, dass es nicht nur für Deutsch gilt, habe ich in allen außer Russisch, aber meine Russischlehrerin meint nein und ohne Begründung, muss man dann nicht auch einen Ausgleich in Russisch haben? Liebe TikToker und liebe Schüler, vielleicht wissen das bei euch ganz viele, LRS, ich wusste es nicht, liebe Facebook-Community, die da vielleicht auch denkt, was meint sie denn damit? LRS ist Lese-Rechtschreibschwäche. Und tatsächlich gibt es also dafür Ausgleiche. Und liebe Ratsuchende, wir wissen, Schülerrecht ist Länderrecht. Und es gibt zum Beispiel in NRW, ihr habt jetzt schon gehört, unsere Kanzlei ist in Düsseldorf und in Bielefeld, gibt es einen Legasthenie-Erlass. Und zwar für NRW eben. Also sprich, da ist es eben so, dass wir da reingucken jetzt für uns, für NRW. Und da steht tatsächlich drin, Förderung für sämtliche Fächer, alles super. Aber bei den Zeugnissen wird es halt nur in Deutsch berücksichtigt. Also sprich, so ganz habe ich deine Frage vielleicht nicht hundertprozentig richtig verstanden, aber mit dem Gesetz zusammen und dem, was du sagst, also natürlich soll es überall berücksichtigt werden, aber was die Zeugnisse angeht, steht zumindest im NRW-Erlass wirklich nur für Deutsch drin. Das könnte deine Russischlehrerin meinen, würde ich jetzt sagen.
Ja, gut, nächste Frage, eine Autofrage. Ich habe mir vor 2 Monaten ein gebrauchtes Auto gekauft und leider hatte der Verkäufer die Rechnung vom Zahnriemenwechsel nicht dabei. Leider haben wir dies auf dem Vertrag. Zahnriemenwechsel. Ja. Das müsstet ihr mir vielleicht mal erklären. Was das ist? Das Das ist, kennst glaube du ich, jetzt wieder? ja, das ist doch das, was immer so quietscht, wenn er kaputt ist, Ach, ne? das ist das Ich nicht der glaube, ach Keilriemen? so, das ist der Keil. Oh Gott, Ja, gut, weiter. Wir wollten ja. uns nicht so dumm outen bei Autos. Leider haben wir dies auf dem Vertrag. Ach nee, der Zahnriemen, ist das nicht das, was immer so schrecklich teuer ist? Ich glaube schon. Aber egal. Leider haben wir dies auf dem Vertrag nicht festgehalten, also dass er mir die Rechnung nachschicken soll. Er meinte, Ja. Entschuldigung. dass er sich darum kümmert und mir schreibt. Dies tat er auch und meinte, sie gefunden zu haben, aber seitdem kam nie wieder eine Reaktion auf meine Fragen. Kann ich dagegen vorgehen? Ich weiß nicht, wie es rechtlich aussieht, aber es wurde ein mündlicher Vertrag mitunter ausgesprochen und er hatte einen Zeugen und ich hatte einen Zeugen. Ich habe Nachrichten auf meinem Handy, wo er bestätigt, dass er mir diese zuschickt. Ja, also, erstmal spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob der Vertrag schriftlich oder mündlich geschlossen wurde. Nach deinem Vortrag ist es ja tatsächlich so, dass ihr das vereinbart habt und du da durchaus dann aus dieser mündlichen Vereinbarung auch einen Herausgabeanspruch ableiten kannst. Aber ne, du sprichst es eigentlich schon an. Er hat einen Zeugen, du hast einen Zeugen, du hast aber auch noch so ein paar Nachrichten auf dem Handy. Also es ist tatsächlich so, wenn du hier den Anspruch geltend machen möchtest, dann hast du auch die Darlegungs- und Beweislast. Ich glaube, die Darlegung wird dann nicht so das Problem sein. Du kannst ja schon genau darlegen, also mitteilen, was passiert ist. Aber kannst du es halt auch beweisen. Und das ist immer schwierig in dieser Konstellation Zeuge auf beiden Seiten, ne? Weil du kannst dir vorstellen, der eine sagt A, der andere sagt B und der Richter sitzt dann, ja schön, wem soll ich denn jetzt glauben? Und das, wenn der Richter da halt nicht hundertprozentig überzeugt ist von einer Variante, dann geht das, oder von deiner Variante in dem Fall, dann geht das auch zu deinen Lasten. Also dann würdest du so einen Rechtsstreit verlieren. Ich weiß gar nicht, ist das denn so wichtig, diesen Zahnriemenwechsel per Rechnung bestätigt zu bekommen? Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du deswegen halt einen Aufwand betreiben willst, aber du solltest halt grundsätzlich daran denken. Das ja, nimmt schon auch Zeit und Kosten in Anspruch, ne? Also ein gerichtliches Verfahren ist immer teuer. Ja, Ja. okay. Ja, also, ich habe meine letzte Schülerfrage. Also, liebe Schüler, wenn ihr gleich raus seid, Ich habe letzte. noch eine. Ah, Noch okay. nicht? Also, für Noch mich nicht. ist die letzte. Ich bin jetzt bei 19 von 45, habe noch 10 Minuten. Claudia, wir müssen noch reden, schneller Oh, reden. Nein. ja. Darf meine Lehrerin eine Strafarbeit geben, nur weil ich meine Ex vergessen habe? Also, ich habe an meine Ex-Freundin gedacht, als dummes Huhn. Aber Ex, liebe anderen, die das auch nicht verstehen, das ist auch eine Arbeit oder Schulaufgabe. Also, ich habe meine Ex noch nie vorher vergessen und ich hatte die Ex jetzt letzte Woche noch einmal, noch nicht einmal, noch letzte Woche einmal nicht dabei, da ich sie vergessen hatte. So, aber sie meint, ich soll jetzt ein Gedicht vor der ganzen Klasse vortragen, wie zum Beispiel den Zauberlehrling. Sie meint, es soll ja etwas Peinliches für mich sein. Ja, okay, also. Du kannst als Schüler relativ viele Strafen bekommen. Also Ermahnungen, Zusatzaufgaben, Eintrag ins Klassenbuch, Nacharbeiten. Aber es gibt so zwei Grenzen. Es gibt natürlich keine körperlichen Bestrafungen und keine entwürdigenden Erziehungsmaßnahmen. So, und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob der Zauberlehrling vorzutragen eine entwürdigende Erziehungsmaßnahme ist. Und witzigerweise haben wir hier in der Kanzlei darüber diskutiert. Das hat nämlich eine Kollegin sozusagen hier mitbekommen, dass wir das machen. Und die hat gesagt, ja, das ist es. Und ich würde sagen, nö, das ist es nicht. Tja, also, Ja, was meinst du? ich finde schon grenzwertig. Also, In der Schule den Zauberlehrling naja, vortragen? als Strafe? Ja, ist es dann nicht immer eine Strafe? Oder fandst du das hier schön? Nee, Ja, na eh also, nicht. naja. Naja, es gibt, glaube ich, Schlimmeres, Guck ne? mal, da erklärt uns jemand, was Eine Ex? eine Zahnraddings ist. Oh, Oder wie das heißt. ein Nockenwelle, Zahnrad. Ventile und Kolben. Ah, okay. Gut. Gut, aber also wie gesagt, wir sind uns hier in der Auslegung nicht sicher. Es kommt drauf an. Ich würde eher sagen, das ist okay. Kollegen würden eher sagen, ist nicht okay. Also insofern, du siehst, zwei Juristen, zwei Meinungen. Nee, zwei Juristen, drei Meinungen. Ja, genau. Weil, ne, du meinst ja so irgendwie Ja, das irgendwie so zwischen. dazwischen. Ja. Gut.
Also, wie sieht es eigentlich aus? Ich habe eine arbeitsrechtliche Frage. Oh. Her damit, ich will. Also, wie sieht es eigentlich aus, wenn man von seinem Arbeitgeber, während man im Urlaub ist, einfach versetzt wird und dann noch in ein Objekt, wo man von der Arbeitszeit her gar nicht hinkommt? Durften die das, und müssen die mich jetzt weiter bezahlen, bis die mich kündigen, oder sind die da nicht zu verpflichtet? PS, habe der Versetzung nicht zugestimmt und auch noch keinen Änderungsvertrag unterschrieben, aber mein vorheriges Objekt ist schon neu besetzt. Was kann ich jetzt tun? Ja, ob du da jetzt zugestimmt hast oder nicht und ob es einen Änderungsvertrag gibt oder nicht, spielt erstmal gar nicht so die Rolle. Entscheidend ist eher, ob dein Arbeitgeber zu dieser Versetzung berechtigt war, ne? Also es ist halt so, dass der da schon so ein paar Voraussetzungen erfüllen muss. Und zwar darf er ja diese Versetzung nur im Rahmen seiner Grenzen machen, Seines ja. Direktionsrechts. Genau, oder Weisungsrecht, so kann man es halt auch nennen. Und wenn es einen Betriebsrat gibt, dann muss der auch beteiligt werden, ne? Ja, Direktionsrecht oder Weisungsrecht, das bedeutet halt letztendlich, dass diese Entscheidung im Ermessen deines Arbeitgebers steht, ne? Nicht völlig frei. Also, wenn du jetzt als Anwalt arbeitest, dann kann ich jetzt nicht sagen, tja, also Anwalt, jetzt kochst du aber nur noch Kaffee. Ja. Das geht nicht. Nee. Auch wenn das vielleicht okay wäre, für so Ja. ein Gehalt würde ich auch Kaffee kochen. Aber also faktisch ist das schwierig. Es gibt so Genau. Grenzen. Also da kann jetzt nicht irgendwer sagen, jetzt machst du halt was völlig anderes. Das ist das Direktionsrecht. Und auch da am besten in den Arbeitsvertrag gucken, je präziser sozusagen die Formulierung im Arbeitsvertrag ist, was du machst, desto schwieriger wird es für deinen Arbeitgeber, das Direktionsrecht weit auszulegen. Ja. Also sprich, wenn da steht, ich sag mal jetzt wirklich blöd gesagt, du schmierst jeden Morgen nur Nutella-Brötchen von 11 bis 12, dann wird es halt schwierig, irgendwie zu sagen, jetzt kochst du auch noch Kaffee. Ne? Also ich sag mal jetzt übertrieben gesagt, ne? Je präziser dein Arbeitsvertrag ist, aber wenn dann die Nutella-Brötchen nicht mehr gefragt sind und das wegfallen, dann kann er dich kündigen, weil dann fällt der Arbeitsplatz weg. Also sprich, so ein bisschen ist Direktionsrecht, weites Direktionsrecht, gut für den Arbeitgeber und schlecht für den Arbeitnehmer, weil du alles Mögliche machen musst, aber er kann dich halt dann auch nicht so leicht kündigen, wenn du so ein weites Direktionsrecht hast. Genau. Jo. Ganz kurz an die Facebook-Community. Wir werden hier gefragt und meine Frage, ich glaube, das fragt Özkan, wir sehen die nicht. Also ich bin jetzt hier, wenn ihr seht, dass ich manchmal hier etwas unkonzentriert hin und her Aber er wabbel, hat, glaube ich, eine PN geschrieben. aber er fragt nach Nee. Ach meiner so, Frage. Also nee. wir sehen die Frage nicht. Das ist Aber wie ja gesagt, bei Facebook können wir positiv sagen, manchmal kommt es erst später. Wir gucken uns das auf auch. jeden Fall an, wir checken unsere persönlichen Nachrichten und wir antworten später. Okay. Ja, okay. Lisa Marie fragt uns, was kann ich machen, wenn ich Post bekomme und da steht drin, ich hätte im Internet bestellt, was ich nicht getan habe und muss ich jetzt trotzdem zahlen, obwohl ich nichts bestellt habe, was kann ich da machen? Nee, klar, also auf keinen Fall. Natürlich gibt es auch immer wieder unseriöse Anbieter, die das behaupten. Deshalb also nichts bezahlen, auf keinen Fall. Abwarten. Genau, einfach abwarten und da halt auch wirklich sich dagegen wehren. Genau, okay. Ja. Ich habe jetzt auch eine interessante Frage, wieder mal Unterhaltsrecht. Also, und zwar, mein Freund hat einen 6-jährigen Sohn und er zahlt sonst auch immer pünktlich den Unterhalt. Vor 3 Monaten bekam er aber kaum Geld, da er in einer Zeitarbeitsfirma ist. Die Mutter des Kindes hat mir gesagt, dass ich zahlen muss. Muss ich wirklich zahlen oder nicht? Ja, unfassbar. Was ist denn das für eine Mutter? Nein, natürlich musst du nicht zahlen. Also, es müssen nur die leiblichen Eltern zahlen, nicht du. Also sprich, dass du da jetzt irgendeine Unterhaltsverpflichtung bekommst? Nein. Allerdings, wenn der Vater nicht zahlen kann, dann kann man sich natürlich ans Jugendamt wenden und ja, möglicherweise hat man Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Ne, das kann man vielleicht schon sagen, aber nein, du musst jetzt nicht zahlen. Genau. Ich habe eine Känguru-Frage. Das hast Eine du bestimmt. Wallaby-Frage. Ich war ja Ja. in Australien. Wallabys sind so süß. Ja. Deshalb verstehe ich deine Frage. Wir hatten Ja. schon mal eine Känguru-Frage. Die war ganz schön eklig. Ja. Die nicht. Ich habe da auch echt zu so recherchiert. Also ich habe gedacht, also ich stelle sie vielleicht erstmal. Ich habe eine Frage bezüglich der Haltung von Wallabies. Darf ich eins beziehungsweise zwei zu Hause in einem artgerechten Gehege halten? Ja. Ganz kurz, warum machen wir sowas überhaupt gratis? Ja, das ist eine super Frage, weil wir, ja, erstmal, weil du merkst, wir haben da Bock drauf. Jo. Ja, wir finden das witzig. Und außerdem ist man manchmal als Anwalt, und wir sind schon so, ja, auch mit Mandanten unterwegs, die eher so, sagen wir, B2B-Bereich sind, also nur Business, sind wir manchmal so ein bisschen im Elfenbeinturm. Also sprich, wir sind so ein bisschen weg und wollen mehr Back to Basics. Wir wollen manchmal auch wissen, was bewegt denn die Leute so? Also Ja. was ist denn so,
eure Frage. Und deshalb finden wir das ganz spannend. Die Fragen bei Facebook sind ein bisschen anders als bei TikTok. Aber trotzdem gefällt uns das ganz gut. Und deshalb machen wir das. Weil wir einfach sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, wie manche andere sagen, ach, das ist ja alles nur altruistisch oder so, sondern wir sagen, hey, wir wollen so ein bisschen irgendwie wissen, was geht. Ja, und ja, haben halt auch noch ein bisschen Spaß dabei. Genau. Ja. Und sonst würde ich auch nicht wissen, wie man Wallabies hält. Also, und es hat mich wirklich total überrascht, weil man kann sie halten. Man darf sie halten, aber, also sie sind nicht meldepflichtig. Ne? Ihr müsst sie jetzt nicht anmelden und sagen, oh, hallo, ich habe jetzt ein Wallaby zu Hause. Ihr müsst aber natürlich, ne, im Rahmen des Tierschutzes einige Vorgaben einhalten. Und ich habe dann mal recherchiert, wie ein ideales Känguru-Domizil aussieht. Nein, das hast du nicht. Doch, das habe ich. Also ich bin ja viel unromantischer als du. Ich würde sagen, du musst das Tierschutzgesetz einhalten und wenn du das nicht tust, dann drohen dir drakonische Strafen bis 25.000 Euro und ja, also es kann auch eine Straftat sein, Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Deshalb solltest du ganz genau zuhören, weil das hätte ich niemals für dich recherchiert. Doch, weil es ist ja wichtig, dass diese Tierchen artgerecht gehalten werden. Ne? Okay. Also das finde ich schon. Und es ist zum Beispiel so, es ist ein Gruppenrudeltier, ja, also nicht alleine halten. Auf keinen Fall. Und Männchen, die mögen sich oft nicht. Also lieber, aber Männchen und Weibchen ist auch schwierig. Ne? Man müsste vielleicht zwischendurch mal zum Tierarzt fahren. Oder lieber mehrere Weibchen, das geht halt auch so. Und jetzt kommt's, das ideale Gehege. Optimal sind kombinierte Außen- und Innengehege mit einer Größe von mindestens 150 Quadratmetern. Aber dann nur bei 5 Tieren. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß deine Möglichkeiten da sind, ob du da 150 Quadratmeter zur Verfügung stehen hast. Und draußen müssen es aber 15 Quadratmeter sein. Also die müssen schon echt Auslauf draußen haben. Und sie müssen natürlich, weil es sind halt auch wilde Tiere, gegen Ausbrüche muss das Ganze gesichert sein. Und da wird empfohlen, einen Zaun bis zu 3 Metern Höhe aufzustellen. Du hast es vor, würde ich sagen. Ja. Außerdem, Wallabies, also als ich in Australien war, ist das sehr heiß. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die jetzt so mit 2 Grad auskommen. Nee, aber weiß ich, müssen die dann rein? Ja, immer ich so? Glaub weiß schon, ich auch nicht, oder? Also ich frage nochmal, ich wende mich nochmal an Lisa Marie. Was ist denn, wenn ich da Mahnungen bekomme und mir angedroht wird, dass ich in den Knast muss? Obwohl ich nichts bestellt habe. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Polizei bei mir vor der Tür steht und mich abholt. Ja, ganz süß. Deshalb machen wir sowas, weil wir da sagen können, nein, Lisa Marie, Angst vor der Polizei. Ja, vielleicht. Haftbefehl kann irgendwann sein. Aber hey, ne? Also ganz, ganz weit weg. Pass auf. Also es ist so. Natürlich, klar, man kann auch unberechtigte Ansprüche bis zum Erbrechen verfolgen. Manche Leute tun das. Und dann gibt es auch wirklich irgendwann einen Mahnbescheid und wenn du da nichts gegen machst, dann gibt es irgendwann einen Vollstreckungsbescheid und wenn du da nichts gegen machst, dann kommt irgendwann der Gerichtsvollzieher, dann möchte der eine eidesstattliche Versicherung von dir und dann irgendwann kommt der Haftbefehl und dann irgendwann kommt vielleicht der Knast. Also sprich, du siehst, es kann sein, aber der Weg dahin, der ist schon sehr, sehr, sehr weit. Und wenn du irgendwann mal sagst, stopp, dann ist es tatsächlich so, dass man ja sozusagen als derjenige, der was möchte, und hier möchte ja jemand Bezahlung von dir, das dann auch darlegen und beweisen muss. Also sprich, du kannst ihm halt jetzt schon schreiben, habe ich nicht gemacht, und wenn er dann nicht reagiert und irgendwann den Mahnbescheid macht, dann musst du dagegen was unternehmen, Rechtsmittel einlegen und sagen, hey, ich habe gar nichts im Internet bestellt, und dann muss derjenige das auch darlegen und beweisen. Doof ist natürlich, wenn dem das gelingt. Also sprich, bevor du da weitere Kosten produzierst, würde ich schon gucken, dass da definitiv nichts dran ist. Aber dann ziehst du durch, weil ich meine, hey, das kann ja jeder sagen, ne? Sozusagen. Ja, ja. Okay. Gut, weiter geht's. Ich bin dran, ne? Ja. Ach Gott. Ja, ich bin 14 und möchte einen 16-Jährigen anzeigen. Meine Eltern wollen mir das verbieten. Dürfen die das? Nee, dürfen die nicht. Also tatsächlich kann natürlich jeder eine Anzeige erstatten. Bei der Polizei, beim Amtsgericht, bei der Staatsanwaltschaft. Und da gibt es jetzt auch kein Mindestalter. Allerdings natürlich falsche Anzeige, falsche Verdächtigung und sowas alles. Ne, das kann halt auch Ärger für dich bedeuten. Aber du dürftest das. Also es kann dir keiner verbieten und gibt es auch nicht so ein Mindestalter. Solltest du aber vielleicht mit deinen Eltern besprechen, warum die das jetzt nicht wollen. Vielleicht hat das ganz gute Gründe, würde ich mir vorher mal anhören. Ja. Wir haben noch 2 Minuten, ich beeile mich. Ich und mein zukünftiger Ehemann sind vor kurzem erst zusammen in eine Mietwohnung gezogen. Wir hatten noch so einige Sachen im Keller und in einem Kasten wie wichtige Dokumente, Hochzeitsschuhe und noch ein Sommerkleid. Jetzt hatten wir einen Rattenbefall und alle Sachen sind beschädigt. Was können wir da tun? Ja, ihr könnt also grundsätzlich oder kommt da Mietminderung und Schadensersatz in Betracht.
Bei der Mietminderung ist es halt so, ihr müsst es halt eurem Vermieter anzeigen und unter Fristsetzung ihn auffordern, diesen Mangel zu beseitigen. Ja, wenn der das nicht tut innerhalb dieser gesetzten Frist, dann könnt ihr da durchaus die Miete mindern. Und beim Schadensersatz, da musste ich etwas schmunzeln, da gibt es nämlich wirklich ganz, ganz viele verschiedene Urteile und der Rattenbefall wird von den Gerichten durchaus unterschiedlich bewertet. Das ist gar nicht so selten, deshalb gibt es da zu viele Urteile. Ja, genau. Und bei manchen stand es total fest, ja, berechtigt zum Schadensersatz und die Vermieter wurden zum Schadensersatz verurteilt. Dann habe ich ein Urteil gefunden vom Amtsgericht Berlin-Charlottenburg aus 2008 und da hat das Gericht den Anspruch zurückgewiesen und zwar mit der Begründung, dass ein Rattenbefall in Berlin zu den üblichen örtlichen Gegebenheiten zählt. Und deswegen, heißes Pflaster in Berlin. Genau, also ne, da sind Ratten ganz normal und deswegen kann man da keinen Schadensersatz geltend machen. Ja, okay. Ja, also ich habe auch noch eine Frage und zwar, ich habe eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung und zwei andere auch, obwohl wir nichts gemacht haben. Ich bin nicht in der Lage, einen Anwalt zu nehmen, da ich gerade in der Ausbildung bin und nicht viel verdiene. Was soll ich machen? Ja, also wenn das ein Verbrechen ist, dessen du da beschuldigt wirst, dann kannst du einen Pflichtverteidiger bekommen. Und wenn du irgendwann die Anklageschrift erhältst, dann würde dich das Gericht ohnehin auffordern, einen Pflichtverteidiger zu benennen. Allerdings, und das ist ein richtig, richtig weit verbreiteter Irrtum, ist ein Pflichtverteidiger nicht immer umsonst. Also sprich, wenn du am Ende verurteilt wirst, musst du auch den bezahlen. Das Ganze ist sozusagen an eine Bedingung gekoppelt, nämlich, dass du sozusagen nicht am Ende die Kosten des Verfahrens tragen musst. Das wäre nämlich auch der Pflichtverteidiger. Und ja, da wird es dann schon eng. Also so richtig eine tolle Lösung. Du bist noch mehr Strafrechtler als ich. Gibt es da nicht, nee, ne? Nicht wirklich. Mhm. Leider nein. Also einfach such dir einen coolen Verteidiger, der am Ende dann auch dafür sorgt, dass dir nicht die Kosten auferlegt werden, dass du nicht irgendwie schuldig gesprochen wirst und dann klappt das mit den Kosten. Ansonsten wird es eng. Genau. Ja, genau. Ja. Okay. Geht's weiter? Komm, zwei, drei Fragen machen wir noch. Okay. Ich überziehe heute ein bisschen, länger als eine Stunde. Und liebe Leute, nochmal, liebe Facebook-Community, ich habe es euch letztes Mal schon gesagt, schreibt uns doch, wollt ihr den Love Friday einmal pro Woche, zweimal pro Woche, einmal im Monat, wie wollt ihr das gerne? Und liebe TikToker, ich habe schon gesehen, ihr schreibt ganz, ganz viel, wir gucken uns das alles an, alles super. Es ist für uns halt schwierig, wir sitzen hier davor, wie ihr seht, ihr habt ja uns auch schon geschrieben, also hier, wir können das mit dem Daumen stoppen, das wissen wir alles, aber sozusagen für uns ist das so, dass es wirklich sich so dreht, wie viel und wie schnell. Und wenn wir auch zu zweit sind und einer da immer vor dem Daumen sitzt, dann ist es auch ein bisschen schwierig. Wir müssen uns mal überlegen, wie wir das machen. Aber nicht nur wir wollen uns das ja gerne überlegen, überlegt es euch. Wir können alles machen, was ihr wollt, wenn wir das irgendwie praktikabel gut umsetzen können, schreibt es uns. Genau wie ihr, hier liebe Facebooker, das machen wir bei euch natürlich auch. Wobei, da ist es für uns viel, viel leichter, weil wir es schon in einer Zeile lesen können, immer wieder hin und her zurückspringen können. Okay. Ja. Ich bin dran. Ja. Raus. Ich weiß nicht, ob du dich auch in den Gesetzen aus Niedersachsen auskennst, aber vielleicht habe ich ja Glück. Und zwar ist bei mir in der Schule im Februar Tag der offenen Tür. Das ganze Fest findet an einem Samstag statt und laut Lehrer ist es Pflicht, dort hinzukommen. Falls dies nicht passieren sollte, wird ein Attest vom Arzt verlangt. Ist dies zulässig? Ja, ist es. Und ich habe da wirklich relativ lange recherchieren müssen, denn also Schulrecht ist Landesrecht, hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Im Schulgesetz für Niedersachsen findet sich da konkret gar keine Regelung. Aber, also in NRW ist das anders, da bestand tatsächlich offensichtlich Erklärungsbedarf, weil das niedersächsische Kultusministerium hat dann eine ergänzende Bestimmung erlassen und die lautet: Die Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht bezieht sich auf die Unterrichtsstunden und die verbindlichen Veranstaltungen der Schule, insbesondere auf solche Veranstaltungen, die außerhalb des Schulgrundstücks oder außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden. Heißt, ja, ihr müsst dahin, auch auf dem Samstag. Ja, okay. Also, ich habe noch eine Strafrechtsfrage oder so ein bisschen in die Richtung, deshalb packe ich die jetzt nochmal dahinter her. Also von mir kommen noch zwei Fragen, diese und noch eine und dann kannst du vielleicht auch noch... Ja, ja. Ich habe auch. Genau, also muss ich erscheinen, wenn die Polizei mich vorlädt und wenn nicht, eine Krankmeldung vorlegen? Also die Frage, muss ich erscheinen sozusagen? Ja, und zwar muss man da unterscheiden eigentlich, wer dich vorlädt, die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Und das war's.
Ja, wobei eigentlich nicht, oder? Muss man nicht jeweils erscheinen? Also ich würde jetzt mal meine Antwort, Ja. aber ne, wir lassen hier Ja. gleich Expertin Nein, dran. alles gut. Wenn die Polizei dich vorlädt, liebe Polizisten, nicht böse sein, dann kann man das nicht ignorieren. Muss man nicht kommen. Muss man nicht kommen, man muss auch nicht absagen, also brauchst auch keine Krankmeldung. Allerdings sieht das anders aus, wenn die Staatsanwaltschaft das macht. Also sprich, wenn du dann nicht kommst, würde ich nicht tun, dann kannst du zwangsweise vorgeführt werden. Also sprich, da ist es schon eine andere Nummer. Ja, ich glaube, das ist beim Zeugen genauso wie beim Beschuldigten, oder? Ja, aber der Zeuge hat ja nicht ohne weiteres ein Zeugnisverweigerungsrecht, ne? Also der Beschuldigte, der braucht wirklich nicht erscheinen, weil, also bei der Polizei, ne? Weil man muss sich nicht selber irgendwie belasten und muss auch gegen sich selber keine Aussage Ja, tätigen. aber er muss ja auch zur Staatsanwaltschaft. Also ich Ja. glaube, das ist schon gleich. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, eine noch, jeder noch Ja, eine. Letzte ja. Chance. Ja, hier wie im Rummel. Ich muss gerade mal Letzte gucken, Chance, wie ich letzte habe Chance, hier. letzte Chance. Stellt eure Fragen. Wir versuchen noch vielleicht noch eine Frage hinterher zu gucken. Wir versuchen auch bei den TikTokern. Es wird auch langsam etwas ruhiger bei euch, also können wir etwas langsamer lesen. Also, mein Vater hat mich jetzt schon des Öfteren geschlagen. Ich will von zu Hause so schnell wie möglich weg. Ich möchte zum Jugendamt gehen, weiß aber nicht genau, was die machen würden. Würde das Jugendamt mich sofort zu Hause rausholen und dürfte ich vorübergehend zu meiner 31-jährigen Großcousine? Können Sie mir vielleicht sagen, was das Jugendamt machen würde? Ja, also, ich habe mich als allererstes gefragt, wie alt du bist, aber ich glaube, aufgrund deines Nutzernamens kann ich das ungefähr einschätzen, dass du vielleicht ungefähr 16 bist. Glaube ich. Und es ist tatsächlich so, dass. Ich weiß, warum Sie das meinen. Ja, nicht? Habe ich falsch berechnet? Nein. Nein. Gut. Bei einer Kindeswohlgefährdung, da muss das Jugendamt natürlich einschreiten und da kann es dann auch durchaus relativ schnell zu einer Inobhutnahme durch das Jugendamt kommen. Dann wirst du halt fremd untergebracht. Ne? Also entweder in einer Pflegefamilie oder ja, im schlimmsten Fall auch in einem Heim. Pflegefamilie bedeutet jetzt nicht, dass das Fremde sein müssen. Das kann auch tatsächlich bei einem Verwandten sein. Ne? Also wenn du sagst, du möchtest dann zu deiner Großcousine, dürfte da eigentlich erstmal nichts gegen sprechen. Und es ist tatsächlich so, weil das wurde jetzt schon mehrfach auch die Frage gestellt, muss das ein anderer beim Jugendamt anzeigen oder kann man das auch selber? Und natürlich kannst du das auch selber, ne? Also du kannst zum Jugendamt hingehen und sagen, so und so sieht's aus, ich möchte da bitte weg und dann müssen die auch tätig werden. Wenn du selber da erscheinst, aber auch natürlich, wenn da irgendwie eine Auffälligkeit gemeldet wird, dann ist es tatsächlich aber so, dass auch deine Eltern einmal darüber informiert werden und auch zur Rede gestellt werden. Ne? Also das Jugendamt versucht natürlich auch immer zu vermitteln und ja, deine Eltern damit einzubeziehen, dass man das Ganze vielleicht aufklären kann. Aber wie gesagt, du hast da echt so ein bisschen auch selbst die Fäden in der Hand, dass du da möglichst schnell rauskommst. Okay. Ja, also ich habe gerade noch gesehen, wir sollten mal uns mit Twitch beschäftigen. Das würde professionelles Streamen heute sein. Ich kenne das eigentlich nur für Gamer, deshalb, aber ich gucke mir das mal an, ob man das irgendwie mit TikTok und allem verbinden kann. Also vielen Dank für den Tipp. Ich gucke mir alles an. Ja, aber ich habe noch eine letzte Frage und zwar, ist es möglich, einen befristeten Arbeitsvertrag vorzeitig zu kündigen und wenn ja, wie? Also tatsächlich ist es nicht möglich, einen befristeten Arbeitsvertrag vorzeitig zu kündigen, es sei denn, wo guckt ihr rein? In den Arbeitsvertrag. Arbeitsvertrag, genau, es sei denn nämlich, es ist sozusagen im Arbeitsvertrag was anderes vereinbart. Es steht schon direkt im Arbeitsvertrag drin, dass die Kündigung möglich ist und dann kann man einen Arbeitsvertrag tatsächlich auch mit Befristung, also einen befristeten Arbeitsvertrag dann ganz normal kündigen. Ja, die Facebooker schicken schon Herzchen, weil sie wissen, wir sind schon 8 Minuten drüber und wir beenden das jetzt hier. Ich fand das ganz spannend heute. Ja. Ich bin gespannt, wie wir das alles lösen und wie wir uns das angucken mit TikTok. Danke für eure Mühe. Liebe TikToker, danke, danke, dass ihr dabei wart. Wir fanden das wirklich spannend und schön. Und wir hoffen, dass wir euch alle bald wiedersehen. Genau. Wie beantwortet ihr die PN auf Facebook oder antwortet ihr das immer nur live? Nein. Na, ehrlich gesagt, wir beantworten, wie wir wollen. wenn wir dann schon sozusagen das kostenlos und immer machen, dann machen wir das wieder, wie wir Bock haben. Was wir euch sagen, wir beantworten nicht mit Namen. Also weil wir kriegen öfter Nachrichten, dass ihr uns PNs schickt und sagt, ihr könnt das gerne sozusagen, also wir beantworten das. Aber wir versuchen das so zu anonymisieren, dass
keinen Rückschluss auf euch gibt. Also man kann das nicht sozusagen auf euch zurückverfolgen und wir nennen auch keine Namen, weil wir dann sagen, na, wer weiß. Ne? Also wenn ihr uns eine PN schickt, könnt ihr nicht sicher sein, dass wir euch per PN antworten. Wir können es auch wieder mit in den Law Friday nehmen. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, aber wir sichern euch zu. Man wird nicht wissen, dass ihr gefragt habt. Also das ist definitiv so. Weil, wie gesagt, manchmal ist das dann dabei und manchmal ist das nicht dabei und deshalb haben wir einfach gesagt, wir können das nicht mehr differenzieren, wo es jetzt dann erlaubt war für uns und wo es jetzt nicht erlaubt war für uns. Deshalb machen wir es einfach immer so, dass es mehr oder weniger anonymisiert ist, sodass man es jetzt nicht direkt zurückverfolgen kann. Und wie gesagt, also wir sind jetzt hier, ich habe von meinen Fragen, die ich so eigentlich noch hätte, ja, ich würde mal sagen, so ein Drittel, zwei Drittel habe ich beantwortet. Ja, ungefähr. Ja, genau. Sind da schon noch. Ja, also es ist immer noch so, dass wir wirklich viele, viele Fragen haben und dass wir auch versuchen, die nettesten Fragen mit in den Chat zu nehmen. Also deshalb ist es auch so, dass wir nicht auf die Live-Fragen warten. Also wie gesagt, TikToker, habe ich jetzt schon wieder gesehen, machen viel, viel mehr Live-Fragen. Aber ist jetzt nicht immer zwingend so, dass wir sagen, die sind jetzt für ganz, ganz viele interessant. Und wir wollen ja sozusagen auch einen gewissen Unterhaltungswert für uns. Oder? Ja, und für euch halt auch. Ne? Das heißt, wir suchen schon Fragen aus, die dann allgemein sind. Und es gibt auch Fragen, wo wir sagen, hey, das ist mega zu kompliziert, da kriegen wir nicht mal in einer Stunde den Sachverhalt erklärt. Ja, so, das war's von heute. Wir schicken euch damit ins Wochenende. Wir können euch noch ankündigen, wenn wir nichts von euch hören, also wenn ihr uns nicht überzeugt, dass wir unseren geliebten, inzwischen monatlichen Rhythmus verlassen, dann hören wir uns wieder am 6. März. Das ist nämlich genau der erste Freitag im Monat, das wäre der 6. März. Und deshalb also, liebe TikToker, live wieder am 6. März. Dann hoffentlich, wie ihr sagt, professionell mit Streaming unterwegs. Und liebe Facebooker, ihr kennt das schon, einmal im Monat, also next time 6. März. Genau. Und wir freuen uns auf euch und wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Genau, du musst jetzt, glaube ich, das ausmachen und ich mache jetzt das. Wie mache ich das denn aus? Weiß ich gar nicht. Ist ja das erste Mal, ne? Also, ja, tschüss. Und? Ich krieg's hin. Ich bin...